Willkommen zu Mr. Bauer Gaming und hier mit einer weiteren Kartenvorstellung, und zwar der Goldcrest Valley 22. Dieser kommt von Jellobuki, Downloadgröße 140,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Endlich kommt die Karte, die mit Elm Creek verbunden ist. Und zwar haben wir ja von Elm Creek aus immer mit dem Zug nach Goldcrest Valley ausgeliefert. Jetzt ist Goldcrest Valley da. Und bei dieser liefen wir nach Elm Creek aus. Spannend? Okay, lass uns das mal angucken. Als neuer Farmer starten wir hier bei unserem Bauernhaus, unserem Farmhaus. Wir haben einen Pickup, der zu uns gehört, zu unserem Hof gehört. Wir sind auch direkt gerade neben dem Händler oder neben der Werkstatt hier. Das ist die Werkstatt. Und das ist unser Hofgelände erstmal, ja. Unser Hof ist ziemlich groß und weitläufig, wie man das vielleicht so erwarten könnte in einem US-amerikanischen großen Farm. Wir haben als nächstes hier haben wir Platz für 150 Hühner. Weiterhin haben wir hier unseren Topliner stehen. Wir haben hier einen Massive Ferguson stehen. Der Topliner hat natürlich das entsprechende Mähwerk schon dran. Dann haben wir hier einen John Deere, den 4755. Wir haben hier einen Unterstand. Dann haben wir hier ein Silo stehen. Und eine Scheune, die zu uns gehört. Wir schauen uns das kurz mal auf der Karte an. Es handelt sich dabei um eine Standardkarte. Der Text sagt: Willkommen in Goldcrest Valley. Das ist eine Konvertierung der Goldcrest Valley Basiskarte vom LS 17. Das heißt also im 17er, ich habe den 17er ja nicht gespielt, da war Goldcrest Valley eine der Standardkarten, also so wie Elm Creek oder Haute Belleron. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir hier unseren Haupthof. Wir haben Feld 12, 15, 14. Wir haben dieses Landstück hier, wir haben Landstück 27 und diesen Teil des Hofes auch noch, also ziemlich verteilt. Das hier ist unsere Hauptfarm, die haben wir gerade gesehen. Dann gehen wir mal runter zu dem anderen Teil der Farm, der zu uns gehört. Und zwar ist das hier unten. Hier haben wir auch noch ein bisschen was an Equipment und natürlich Grünland-Equipment stehen. Passend natürlich mit der Nähe mit dem Kuhstall. Hier passen 150 Kühe rein. Das ist dieser Stall hier. Da haben wir auch noch ein Durchfahrsilo, das zu uns gehört. Wir haben ein Heulager, Heu- und Strohlager. Genau, das ist das Heulager. Dann gehen wir noch zum letzten Teil hoch, was zum Hof gehören soll. Und zwar ist das dies hier. Das ist das Schafgehege mit einer Kapazität von 150 Schafen. Ja, ziemlich weitläufig. Auch das Feld hier unten gehört noch dazu. Es ist eine Standardkarte. Hat nicht sehr, sehr viele Felder. Wenn ich mir mal kurz die Aufteilung angucke, gibt es kleinere Felder und größere Felder. Ich glaube, somit unter das kleinste oder die kleinste Parzelle könnte wahrscheinlich diese sein mit Ackerland drauf. Die ist 1,3 Hektar. Die größte ist 14 oder vielleicht 15 Hektar. Dann gibt es natürlich auch Flächen, die nicht so groß als Ackerfläche sind, aber auch noch umliegendes Land dazugehört, wie dieses hier. Das sind dann 20 Hektar, wovon ich mir sagen würde, dass 10 Hektar Ackerland ist. Der Rest ist Wald. Dann gibt es Forstwirtschaftsgebiete, die sind dann hier. Das sind so im Prinzip die Feldgrößen zwischen 0,5 Hektar und vielleicht 7 oder 8 Hektaren, würde ich sagen. Wir schauen uns mal kurz an, welche Produktionen standardmäßig verbaut sind. Also wir haben zum einen die Spinnerei, wir haben die Molkerei, die Bäckerei, wir haben die Schreinerei. Dann haben wir hier die Getreidemühle, wir haben die Biogasanlage 1 Megawatt, wir haben das Sägewerk und zu guter Letzt haben wir die Zuckerfabrik, die verbaut ist.
Bei den Kaufstationen haben wir die Kalkstation, dann haben wir hier das Sägewerk und natürlich die Tankstelle. Auch hier gibt es noch eine zweite Tankstelle, das sind also die Kaufpunkte. Kommen wir zu den Verkaufspunkten, da gibt es jede Menge. Da gibt es hier oben die Wright Agrarwirtschaft, das Getreidesilo West mit dem Zug. Dann haben wir die Biogasanlage. Deswegen haben wir hier auch noch die Getreidemühle, des Weiteren das Hofsilo und so weiter und so fort. Gibt es einiges, was hier Sachen annimmt. Der Aussaatkalender ist Standard wie überall. Dann schauen wir uns mal den Verkaufskalender an, den Katalog. Da können wir feststellen, dass auch hier alle Fruchttypen und auch Produktionen oder auch Produkte aus den Produktionen verkauft werden können. Es geht sogar so weit, dass selbst die Premium-Kartoffeln oder die Saatkartoffeln aus dem Saatkartoffelpack verkauft werden können. Und natürlich auch die Erzeugnisse aus Omatanas Produktionsstätten. Die werden aber dann alle ausgeliefert nach Elmkrieg, also mit dem Zug wird das dann weggebracht. Wir schauen uns kurz das Startequipment an. Wir haben drei Traktoren, den 4755 John Deere, den 7810er John Deere, den Massey Ferguson 3670er. Dann haben wir den Topliner, wir haben ein Pickup, wir haben den Welger DK115. Dann haben wir das Schneidwerk, ein Gruber, eine Seetechnik. Dann haben wir ein Mähwerk, ein Wender, ein Schwader, ein Ladewagen, Ballenpressen, Transportanhänger für Schneidewerke und Gewichte. Und zwar zwei Stück an der Zahl. Gehen wir kurz auf einen Überflug. Und zwar fällt uns auf, dass eben die Felder sehr amerikanisch, ein bisschen quadratisch praktisch gut gebaut sind. Nicht unbedingt sehr organisch in die Landschaft eingebunden ist, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön. Auch hier, wir haben ein bergiges Umland, würde wahrscheinlich sagen, das müsste dann so irgendwie im gegen die Rocky Mountains sein, also ja, auch eine bergige Region. Hier hat es einen See, da kann man Wasser holen, wenn man eine seichte Stelle findet zum Reinfahren. Ja, hier unten haben wir die Biogasanlage. Ich glaube, da gibt es nicht mehr wirklich viel mehr zu sagen. Die Karte ist eine Standardkarte, nicht so schlecht gemacht. Vom Detailgrad her, der kann natürlich, könnte noch ein bisschen was nachgebessert werden. Aber auf jeden Fall, ja, es stimmt, es gibt genügend Verkaufsstellen, es können alle Produkte verkauft werden. Dann würde ich sagen, lassen wir es gleich hier mit sein und würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt doch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Map-Vorstellungen oder Mod-Vorstellungen verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.